Agorin ist schon bei. Bei wie viel? 76. 76. Ich habe nicht mal halb so. Ich habe etwas mehr als halb so viele. Er hat 72% Win Rate auf Release im Grandmaster. Der Junge ist insane. Warte, man kann bei OPGG seinen Account claimen und dann den Twitch-Link anheften. Why should I do that? Dann kann mich doch in-game jemand OPGGen und dann Twitch öffnen und snipen. What the fuck? Agorin hat sich zu Elise geäußert. Ich bin so cracked! Ja, ist er wirklich. Ich bin so gut in diesem Spiel, Mann! Ja, ist er wirklich. Darum erstmal Elise bannen. Das war wunderschön. War es wirklich, ja. Oh nie, doch nicht jetzt, wo wir gerade wieder angefangen haben zu gewinnen. Das wird am Momo Jungle sein. Spielen wir da Zack, um den zu outvaluen? Oder was spielen wir dagegen? Ja, Zack ist sehr gut gegen den. Maokai ist auch sehr gut. Ach man, Maokai ist gegen alle gut, ist zum Kotzen. Evelyn ist nur average. Waldbrand Engel, ja, absolut nicht. Was kriegen wir dann auf der Top-Lane? Ich bin gespannt. Poppy. Aha. Okay, ja, ne, sehe ich. Poppy kinda good hier. Oh, damn. Der all dash. True. Welcher Champ ist das nochmal, der für jeden Dash Cooldown Reduction kriegt oder so? Oh mein Gott, Poppy könnte deren gesamten Engage mit einem Knopfdruck einfach annullieren. Bin kacken. Mach mal nicht, Grump. Mach mal nicht. What the fuck you did, you guys? Was hast du sein Problem genau? Oh, Diana Mitte. Galio Support? Vielleicht gibt mehr Sinn, I guess, als Diana Support. Amumu Support, Diana Jungle, Galio Mitte, aber pff, na gut. Ich gebe dem ganzen AP-Shit nochmal eine Chance. Ich baue jetzt Damnik Rush und wenn das gut läuft, dann gehen wir into Liandris. Und wenn es schlecht läuft, dann gehen wir into Tonk. Er hat schon keinen Bock mehr. Stacken meine Saplings. Nee, ne? Nee. Ich glaube nicht. 119. Ja, okay, du warst auch deutlich mit dem. Es sieht nicht flüssig aus, was auch immer da gerade passiert. Sag ich, wie es ist. So, kommt mal her hier, bitte. Das ist euer Ziel. Schön. Okay, jetzt Vögel mit Maokai sind halt wirklich brutal. Versuche ich jetzt zu ganken. Toplane ist kein Gank. Midlane ist auch nicht wirklich ein Gank. Dann machen wir das wohl nicht. Oh, die Q ging nicht mehr durch. Ich bin so traurig. Die Seju ist auch noch hier. Eieiei, ist das unlucky. Okay. We love to see this. Ja! Also ich spüre den Drachen halt nicht so krass mit Maokai, einfach weil ich bin halt Maokai. Ich bin nicht so unfassbar stark. Alleine. Ich liebe halt Jungler, mit dem man Solo-Draken kann. Davon ist der hier definitiv keiner. Was machst du da? Die gehen da einfach rein? What the fuck? Das ist der Fokus. Oh, die kriegen wir actually nicht, ne? Oh, no. Oh! Eieiei, ich hab das überlebt. Ich glaub das nicht. Oh, get fucked. Get absolutely fucked. Oh, mein Gott. Oh! Geht man jetzt hier für die Boots? Ich glaub schon, wa? Aber ne, mehr AP für mehr Clear. Scheiß auf Boots. Was ist das denn hier? Das habe ich aber nicht legitimiert. Ah ja. Geh mal schön weg hier. Okay. Ich habe halt fast Level 6, deswegen würde ich jetzt lieber erst das machen und dann das. Kann ich hier eigentlich rüber über die Wand? Oh, schade. Das wäre cool. Jetzt ist Lucian weg. Ach man. Ich konnte nicht mal mehr ulten. Da ging gar nichts. Oh mein Gott, die Annie. Die Annie steht auf 4-0. Die ist so gefeedet. Gönnt sie euch alle. Ja. Oh, so schön. So schön. Nicht so perfekt gelaufen, muss ich sagen. Jetzt kommt Diana auch noch. Aber ich glaube, die Idee war trotzdem gut. Ich mochte die Idee. Naja, Yi war gebannt. Sehr gebannt. Vielleicht können wir Toplane ganken? Wieso habe ich schon wieder Ulti eigentlich? Was ist dieser Cooldown? Ist das fair? Hm. Oh, okay, so ein Ding ist das.
Aber guck mal, kriegen wir eine Shelly. Das ist doch hervorragend. Mehr wollen wir doch gar nicht. Damit sind wir doch glücklich. Also ich meine, wir nehmen immer mehr, aber so in Ordnung. Ist doch in Ordnung. Lust auf was anderes heißt ja eigentlich doch andere Yiskin. Ja, allerhöchstens. Allerhöchstens. War die Diana da unten dabei? Maybe. We Shelly here, anyways. Oh, keine Minion-Fokus. Beautiful. Junge, wie der nicht sterben wollte, weil er mit Aftershock so tanky war. Break. Oh, ich muss back, scheiße. I'm gonna do the damage now. Ich könnte mir jetzt einfach straight up Sunfire kaufen. Wie billig ist dieses Item geworden? Heilige Scheiße. Human Nature. Warum größere Mumie? Ja, in diesem Fall auf jeden Fall. Auch wenn meine Stats jetzt nicht dafür sprechen momentan. Ja, ich habe das Gefühl, ich werde keine Zeit haben zum Farmen. Oh, die haben Momo-Ulti. Alles auf Cooldown. Verprügel ihn, Tibbers! Oh! Sapling Diff. Den habe ich gar nicht gesehen. Wo habe ich den hingeschmissen? Ah, das ist der, der da stand, ne? Das ist der, der da mitten im Weg stand. Limau. Das ist schon witzig. 353 Schaden machen die Saplings. Widerlich. 419 Schaden machen die Saplings. Widerlich. Ich schmeiß jetzt einfach überall hin. Die halten auch schon so lange. 41 Sekunden. Das ist übel lang. Das war nicht gut. Da haben sie uns, der Galleon Gage war sick von denen. Da bin ich ein bisschen zu viel auf Saplings schmeißen gegangen. Da war das Saplings schmeißen ein bisschen zu aggressiv unterwegs. Schön, schön. Das sind zwei Kills für euch, aber vorsichtig vor der... Nee, vor der... Die hat gleich Ulti, Schön. Naja, gerade... Zwei oder drei Dashes von der Sejuani unterbrochen. Das ist das Ding so. In der Tanky-Variante, ich meine, hätte ich da wahrscheinlich auch nichts geändert, aber ich habe das Gefühl, ich bin halt super, super squishy mit diesem Bild und das gefällt mir nicht so gut. Vielleicht bin ich aber auch nie weit genug gekommen im Bild, um zu sehen, wie absolut terribly broken das ist. Und vielleicht muss ich ein bisschen mehr mit Saplings spielen. Sapling Power vielleicht noch. Irgendwo da sind Saplings versteckt. Sehr gut, reicht auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob ich da was gemacht habe. Ich habe nicht das Gefühl gehabt. Was ist der Call hier? Turm, I guess. Top Lane Tower, maybe. Can you get Top Lane Tower? Rakan Jungle viable? Der hat den gerade fast gesolo-cleared. Ich glaube, Rakan Jungle ist viable, Leute. Bin ich mir ziemlich sicher tatsächlich. Kann ich die jetzt zum Beispiel töten? Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich meine, wenn Galio dabei ist, erst recht nicht, aber... Wie lange halten die außerhalb? 30 Sekunden. Ja, der Pinkwatch steht ja schon ewig jetzt echt. Ich schmeiße Saplings und das macht mich glücklich. Das ist gar nicht gut hier. Oh mein Gott, nevermind, wir haben den Engage von oben. Yep. Okay, hat funktioniert irgendwie. 477 Damage, das wird immer fairer. Machen wir den Wardy nochmal weg, dann holen wir uns den Drachigen. Das klingt doch super. Im Mana Region kommen wir aber nicht dagegen an, wie man die Viecher spammen kann. Ah doch, das ist weg, glaube ich. Shelly. Oh lol, Shelly. Ah, die haben das wahrscheinlich auch gespampingt. Höchstwahrscheinlich haben sie das gespampingt, aber ich habe sie leider alle gemutet. So, es ist Baron Time. Das heißt auch, es ist Sapling Time. Ich biene hier alles zu. Ein Sapling nach dem anderen. Niemand wird verschont. Wir können actually anfangen, Leute, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie uns viel können. Ich liebe das mit den Saplings. Ich schmeiß die einfach überall hin. Guck mal, auch schon wieder da. Es ist so gut. Oh, scheiße, Shelly. Ja. Shelly splittet jetzt Mitte. Wir nutzen Shelly als Ablenkung. Nein? Nutzen wir Shelly nicht als Ablenkung? Warum nicht? Gute Ulti, actually, von ihm. Schön. Ich glaube, die haben alle auf mich gewartet mit dem Engage, kann das sein? Aber ich habe halt die ganze Zeit nur Saplings geschmissen und damit gepokt. Das war irgendwie witziger. Patient as a tree.
Leute, das war eine Ablenkungs-Shelly, ja? Das war eine gute Shelly, ja. Es ist nur schwierig zu erkennen, dass das eine gute Shelly war. Was gehe ich jetzt? Ich gehe jetzt Void Staff. Wieso wird mir das nicht vorgeschlagen? Ja, theoretisch sollten wir Botlane Group. Da ist jetzt das richtige Play. Ich vermisse Hextech Gates. Wie lange nicht gehabt. Schön. Wow. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so viel stärker war als mit einem Tank Maokai. Aber, also meine Saplings haben halt gezoned, ne? Saplings, die zonen, sind auf jeden Fall sick. So, die haben Spaß gemacht. Hat sich aber gut angefühlt. Poppys Pick kriegt einen Honor. Okay, actually, wie war mein Farm? 170, okay, Farm war grausam. Damage war okay. Okay at best. Wirklich okay. Was wieder dir? Wir wurden Platin 2 geplaced. Erstes Placement-Game, direkt Platin 2. Aber seitdem fahre ich ein bisschen oft gegen Wände. Ein bisschen zu wortwörtlich.